und herzlich willkommen bei Manage Musik. Ich habe heute ein Thema, ein kurzes, knackiges Video, aber ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich war gerade durch den Workshop, den ich gegeben habe, inspiriert, darüber als Video oder darüber in einem Video zu sprechen. Deswegen tue ich das jetzt. Pricing. Preise in der Musikbranche, könnte man sagen. Pricing für alle, die diesen Begriff noch nie gehört haben, was auch kein Problem ist, bedeutet nichts anderes wie Preise zu machen. Also wie viel Wert gebe ich meiner Dienstleistung in dem Fall? Und ich möchte dazu ein ganz kleines Beispiel nennen. Denn wir Musikerinnen und Musiker haben die Angewohnheit, uns unter Wert zu verkaufen. Ich bin ja gerade auch dabei, ein Buch zu schreiben über diese ganze Thematik und da fällt mir auch sehr, sehr oft auf, bei der Recherche schon, dass wir dann ein Problem haben in unserer Branche. Da braucht man auch nichts schön zu reden, sondern wir haben ein Problem. Wir verkaufen uns gerne unter Wert. Wir wissen zum Teil gar nicht, was unsere Dienstleistung eigentlich wert ist. In anderen Branchen sind die, ich sag mal, selbe Zeit und ähnliche Ausbildungsberufe oder Studienberufe viel höher angesetzt und wir kramen da irgendwie in solchen Dumpingpreisen rum. Das Problem haben wir ja auch nicht erst seit Corona, sondern das Problem haben wir schon lange. Deswegen möchte ich da heute kurz drüber sprechen. Ihr seid verantwortlich für euer Preisschild. Nur weil ihr kein Produkt unbedingt habt, was man in die Hand nehmen kann, also ein Buch, ein Kosmetikprodukt, ein Film, was auch immer, heißt das noch lange nicht, dass ihr deswegen die Kontrolle darüber abgeben müsst, was ihr nehmt für diese Dienstleistung. Das heißt, ihr entscheidet als Musiker oder Musikerin, als Pädagoge, als Pädagogin, was ihr für eure Dienstleistung nehmt. Wie viel Geld nehmt ihr für einen Auftritt, wie viel Geld nehmt ihr für eine Unterrichtsstunde und so weiter. Das ist eure Entscheidung. Ihr entscheidet, nicht der Kunde. In keinem Betrieb dieser Welt entscheidet der Kunde, wie viel das Produkt kostet. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr geht in irgendeinen Laden, ich will jetzt keine Marken nennen, aber ihr geht in irgendeinen Laden, wo es Klamotten gibt. Ihr braucht eine Hose. Ihr geht dahin, ihr geht durch den Laden, ihr sucht eine Hose, ihr habt was gefunden, ihr probiert es an, es passt, super geil, was machen wir? Wir gehen zur Kasse und sagen, ich hätte gerne diese Hose. Wir legen sie auf die Kasse, auf den Tresen, da macht's piep, dann wird gescannt, das Preisschild, der Barcode und dann steht da 79,90 Euro. Und das, was in der Musikbranche ständig passiert, ist passiert jetzt. Jetzt sagt derjenige, der die Hose kaufen möchte, oh, ich kann aber nur 50 Euro zahlen. Geht das auch? Probiert es doch mal aus. Geht doch mal in den Laden und kauft eine Hose oder wollt eine Hose kaufen und sagt, ja, das ist blöd, ich kann aber nur 50 Euro zahlen. Ich kann gar nicht 70 Euro oder 80 Euro zahlen. Ich kann euch versprechen, ihr werdet die Hose nicht mitnehmen. Was zur Hölle ist los in unserer Branche? Kann mir das mal jemand erklären? Das ist doch völlig bescheuert. Nirgends würde das so gemacht werden. Nirgends. Aber wir sind so blöd, so dämlich und gehen dann ständig hin und kuschen und sagen, oh, ja, oh Gott, nee, okay, dann spiele ich doch für 75 Euro. Oder ja, oh, es gibt ja noch einen Bratwurst dazu. Leute, bitte tut mir und euch den Gefallen und tut das nicht. Ich habe drei Regeln, die ich da jetzt mit euch teilen möchte, von mir. Meine Regeln, die gebe ich gerne raus, öffentlich, kann jeder selber überlegen. Erstens, nicht unter Wert verkaufen. Den Wert bestimmt ihr. Nicht unter Wert verkaufen. Ich habe eine Linie, eine rote Linie, eine Schmerzgrenze, die unterschreite ich nicht. Ich gehe da nicht runter. Ich verlasse mein Haus nicht für unter diesen Betrag. Ich nenne den jetzt auch gar nicht, weil ich will hier gar nicht triggern und nicht irgendwie dazu führen, dass jetzt hier eine Riesendiskussion ausbricht. Aber ich persönlich habe meine Schmerzgrenze und unter dieser Schmerzgrenze verlasse ich meine Wohnung nicht. Zweitens. Verhandeln, okay. Ja? Nicht unter der Schmerzgrenze, aber verhandeln ist okay.
Aber seid euch eurem Wert bewusst. Anderes Beispiel. Ich habe eine Bekannte, die hat ganz viel auf Hochzeiten gearbeitet als Musikerin. Und irgendwann hat sie festgestellt, dass es für das Brautpaar teurer war, das Blumengesteck in der Kirche setzen zu lassen, als sie als Musikerin zu bezahlen. Das Blumengesteck. I'm sorry. Ich mag Blumen. Ich mag Blumen sehr. Wie lange halten die Blumen? 2, 3 Tage? Vielleicht eine Woche? Nagelt mich nicht fest, ich bin keine Floristin. Wie lange hat diese Person studiert, um diese Leistung erbringen zu können? 6, 7 Jahre? Wie viel Equipment hat sie sich anschaffen müssen? Wie viel Vorbereitungszeit hatte sie? Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als die Blumen. Jeder Betrieb oder jeder Laden, der mit Hochzeiten oder mit Trauerfeiern arbeitet, mit Veranstaltungen dieser Art, geht bei solchen Veranstaltungen auf einen bestimmten Preis. Punkt. Was machen wir? Wir spielen unter Wert. Warum? Ich verstehe es nicht. Mucken, selbes Beispiel. Kriegt eine Anfrage. Hey, kannst du spielen für so und so viel? Nein, kann ich nicht. Ich auf gar keinen Fall. So, Punkt. Natürlich wird es jemand geben, der günstiger spielt. Und jetzt kommen wir an den Punkt, warum ich dieses Video mache. Tut mir den Gefallen. Spielt nicht für Dumpingpreise. Tut mir den Gefallen und euch auch. Und unterrichtet nicht für Dumpingpreise. Macht es nicht. Tut es nicht. Wenn es keiner mehr macht, dann müssen die Leute auch das Geld bezahlen. Ja, wenn man irgendwo ins Restaurant geht, kein Problem, zahle ich 5,80 € für die Flasche Wasser. Warum? Weil mir klar ist, dass der Betrieb was daran verdienen möchte und die, wir wissen alle, in Gastronomien verdienen die meisten eigentlich hauptsächlich an den Getränken. Ist für mich kein Problem, zahle ich gerne. Aber dann knauserig sein bei den Musikern. Nein! Und das System funktioniert nur deswegen so gut, weil wir so lange mitgemacht haben. Meine dritte Regel ist ganz einfach. Wenn jemand es nicht zahlen möchte, ihr aber das Gefühl habt, der könnte. Ich rede nicht von denen, die es nicht zahlen können. Wenn jemand es nicht zahlen kann, aus finanziellen Gründen, Punkt. Dann ist das so. Wenn ihr aber merkt, die Person will nicht mehr bezahlen, könnte es aber. Meine dritte Regel, erklärt, wie der Preis zusammengesetzt ist. Das setzt natürlich voraus, dass ihr selber wisst, wie euer Preis sich zusammensetzt. Zeit vor Ort, Arbeitszeit, Vorbereitungszeit, Fahrzeit. Nur der Zeitfaktor. Der ist weitaus höher als ich fahre dahin und bin eine Stunde da. Sondern der Zeitfaktor ist immer viel größer, als man sich es wirklich eingestehen möchte. Equipment. Was hat euer Instrument gekostet? Was hat euer ganzes Equipment drumherum gekostet? Noten, Fachliteratur, Ausbildungskosten. Ich könnte jetzt weitermachen. Man kann das den Leuten dann erklären und sagen, deswegen ist mein Preis so, wie er ist. Wenn die Person es dann trotzdem nicht verstehen will und nicht zahlen will, dann Pech gehabt. Dann kommt ihr nicht zusammen. Denkt an die Hose. Wenn jemand den Preis nicht zahlen möchte, den ihr setzt, dann bekommt er einfach die Hose nicht. So einfach ist das. Das Thema Pricing ist in unserer Branche wahnsinnig tabuisiert auch irgendwie. Also niemand redet über Geld. Ganz oft bekomme ich so hintenrum die Frage so, ja, was nimmst denn du eigentlich für Unterricht? Was nimmst du eigentlich für ein Konzert? Ich wurde da angefragt und ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Wenn derjenige 19 ist, 18 ist und das noch nie gemacht hat, gar kein Thema. Mich fragen sowas Leute, die sind so alt wie ich. Dann ist was schiefgelaufen in unserer Musikausbildung. Denn es ist schön, wenn wir wissen, wie wir unser Instrument bedienen können, wenn wir wissen, wie wir unterrichten. Aber wenn wir nicht wissen, wie viel Geld wir verlangen dürfen für diese Dienstleistung, dann ist was schiefgelaufen. Ich weiß, ich lehne mich damit weit aus dem Fenster. Aber das ist genauso wichtig, das zu lernen oder zumindest den eigenen Wert als Musiker oder als Musikerin, als Pädagoge, als Pädagogin zu kennen. Wie das Instrument zu spielen oder den Gesang auszuüben. Man sollte sich mit dem Thema Finanzen und Pricing beschäftigen.
Denn das Geld, was ihr, jetzt kommt mein letzter Punkt, das Geld, was ihr bekommt auf der Hochzeit, das Geld, was ihr bekommt als Schüler, von den Schülern, von den Eltern, wenn ihr Privatunterricht gebt, das bleibt ja nicht bei euch. Das ist nicht so wie das feste Gehalt vom Orchester, das feste Gehalt von der Musikschule. Ihr müsst das versteuern, ihr müsst Versicherungen zahlen, ihr müsst eure Miete bezahlen, müsst all das muss von dem Geld auch noch ab. Und die meisten, die gehen so unten an die Niedriggrenze, dass sie gerade so irgendwie vielleicht ihre Kosten gedeckt bekommen. Aber verdienen tun sie nichts. Und das machen sie jahrelang, jahrzehntelang und beschweren sich dann, dass sie kein Geld haben. Wenn ihr selbstständig seid oder wenn ihr selbstständig arbeiten wollt, dann seid ihr verantwortlich für das Geld, was ihr nehmt. Nicht die anderen sind schuld. Nicht immer die Schuld bei den anderen suchen. Ja, aber der hat gesagt das. Nein, 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 nein. Nicht tun. Verkauft euch nicht unter Wert. Zieht eine Linie. Ganz klar, unter dieser Linie arbeite ich nicht. Seid euch eurem Wert bewusst und seid in der Lage, das zu erklären, wie euer Preis zustande kommt. Tut mir den Gefallen, tut euch den Gefallen. Danke fürs Zuhören.